Mädchen bloß? Er hat diesen Gretchen den Kopf verdreht, so wie's in seinen Büchern steht. Der, sie haben, wenn er sie will, weil er bezahlen kann. Man fragt sich, wie macht so ein Tatarkreis ein junges Ding wie die Bettina heißt. Substance.
Zweitzüchtung, das ist längst out. Homo modern ist kopuliert, die Retorten braut. Und die werden produziert in großer Zahl, damit jeder sie sich leisten kann. Ja, die Frau Maria Sibylle Merianne, sie deutete diese Entwicklung schon an, in einem Buch, in dem es darum ging, wie entwickelt sich die Raupe zum Schmetterling. Und das kauft man antiquarisch gleich nebenan, sofern man es sich leisten kann. Aber das wäre doch was ganz anderes, wirft ihr der Zuhörer ein. Wir Menschen würden schließlich keine Insekten sein. Doch sind wir uns da sicher? Vielleicht ist doch was dran. Schauen wir uns zum Beispiel mal die Ameisen an. Die haben auch so ein Zeug, einen Zaubersaft, für den jeder alles macht. Aber das sind natürlich nur Geschichten der Gebrüder Grimm. In Wirklichkeit ist alles doch bloß halb so schlimm. Da gibt es noch Menschen, die lieben ein Wunder nur, dass die nicht alle ausgestorben sind. Denn es siegt immer das Gute und das ist reich und schön. Wer wollte das denn auch wohl anders sehen? Der größte Aufschneider wird Prinz Gemahl. So Maschenbrödel ist doch der Stammbaum egal. Der glitschigste Frosch ist ihr wirklicher Prinz.